Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwarz. Und wie versprochen gibt es heute die etwas längere Folge, hoffe ich zumindest mal. Und es gibt auch eine Neuerung bei mir und die könnte eventuell auch das Gameplay beeinflussen. Eventuell, ich habe jetzt einen Controller, also ich habe schon immer einen gehabt, aber ich werde es jetzt versuchen mit Controller zu spielen. Und deswegen werden wir mal gucken, ob ich jetzt vielleicht komplett versage, weil es kommt ja so viel auf Geschick hier drauf an, ne, in diesem Spiel. Gut, wir waren beim letzten Mal im Pokémon Center und haben hier gesehen, dass irgendwas vor sich geht. Was geht denn dort auf dem Marktplatz nur vor sich? Keine Ahnung, lass uns das mal schleunigst unter die Lupe nehmen. Okay. Da wollte ich gar nicht hin. Und es geht schon los. Alles klar. So. Dann lass uns mal gucken. Uiuiuiui. Also hier sind aber viele Menschen. Ach, das ist das Team, das jetzt hier so was erzählt. Okay. Flo, komm schnell her. Die Musik ist sau cool. Hört mich an. Mein Name lautet G-Sys. G und Sys. Wie die Tonfolge. Ich spreche für Team Plasma. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Wie bitte? Frohe Botschaft? Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht. Seite an Seite mit den Pokémon, ganz im Sinne eines aufrichtigen Gebens und Nehmens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie bauen Lügengebilde, um der Wirklichkeit nicht in ihr finsteres Antlitz blicken zu müssen. Habt ihr eure vermeintlichen Gewissheiten denn niemals hinterfragt? Nie einer ernsthaften Prüfung unterzogen? Boshaftigkeit schlechthin verkörpern jene sogenannten Trainer, welche die Pokémon in entwürdigender Knechtschaft halten, sie wie ihre Leibeigenen bis in die späte Nacht hinein schinden und quälen. Sollte jemand unter euch der Ansicht sein, ich spreche nicht die Wahrheit, so erhebe er jetzt das Wort oder schweige. Oh, ich weiß nicht, also sowas, Drum hört, ihr guten Leute, was ich euch zu sagen habe. Im Gegensatz zu uns Menschen schlummern in den Pokémon gar ungeahnte Kräfte. Es gibt zahllose Dinge, die wir von ihnen lernen können. Und daher besteht kein Zweifel darüber, welches unsere Pflicht als Menschen gegenüber den Pokémon ist, nicht wahr? Soll das heißen, wir sollen sie befreien? Das habt ihr richtig erkannt, ihr guten Leute. Wir Menschen haben die hehre Pflicht, die Pokémon von ihrem schmachvollen Joch zu befreien. Denn nur dann können sie sich an jener köstlichen Gleichheit und Freiheit laben, die ihnen von Geburt an zusteht. Denkt gut darüber nach, was zu tun ist, damit die Pokémon erstmals wahrhaft gleichberechtigt mit uns leben können. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Not bad. Ich finde es super, dass Pokémon auf dieses Thema mal eingeht, weil im Prinzip ist es meiner Ansicht nach genauso, wie er sagt. Ich bin also sehr gespannt, in welche Richtung das hier noch gehen wird. Diese Reden eben. Was sollen wir denn jetzt am besten tun? Befreiung der Pokémon? Was für ein Unsinn. Und da gehen sie wieder alle. Dein Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. Meine Güte, sprichst du schnell. Das wird mir ja ganz schwindelig. Aber war das eben dein Ernst? Pokémon können doch gar nicht sprechen. Was redest du da für ein wirres Zeug? Doch, sie sprechen zu mir. Aber wie ich sehe, gehört ihr zu denen, die ihre Stimmen nicht hören können. Tut mir wirklich leid. Mein Name ist übrigens N. Ich bin Charon und das hier ist Flo. Wir sind hier unterwegs, da wir mit der wichtigen Aufgabe betraut wurden, den Pokédex zu vervollständigen. Doch mein eigentliches Hauptziel ist es, Champ zu werden. Den Pokédex, sagst du? Dafür müsst ihr aber eine Menge Pokémon mit euren Pokébällen einfangen. Ich bin zwar auch ein Trainer wie ihr, aber mir kommt stets ins Zweifel, ob die Pokémon wirklich mit alledem einverstanden sind. Und du? Warst noch gleich? Ach ja, Flo, stimmt. Lass mich mal hören, was dein Team so alles zu sagen hat. Also, was? Oh Gott, wir kämpfen. Ob das so gut ist? Ich weiß ja nicht. I don't know. Vielleicht hätten wir uns doch was anderes fangen sollen. Feely Lou. Okay, von Trainer N. Auf Level 7. Und Gekki auch auf Level 7, oder? Okay, das könnte spannend werden.
Felilu. Ich denke, es wird vom Typ normal sein, oder? Aber das Beste, was wir entgegenzusetzen haben, ist ja Rankenhieb. Ihr habt mir übrigens geschrieben, dass Tackle ja jetzt Stärke 50 hat. Das habt ihr mir sehr oft in die Kommentare geschrieben. Und dass es dadurch sehr gefährlich ist bei bestimmten Pokémon. Wie zum Beispiel eben Yawgleff. So, Tackle hat jetzt Stärke 50, ja? Okay, und Genauigkeit 100 sogar. Die war ja früher auch 95. Ist also ordentlich gestiegen. Und Drankenhieb ist Stärke 35. Bekommt aber den Step-Bonus obendrauf. Ist also ein ganz, ganz kleines bisschen stärker. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir Rankenhieb ein. Und schauen mal, wie viel das abzieht. Und hoffen, dass das Felilu nicht irgendwie was Krasses drauf hat gegen uns. Setzt Kratzer ein. Okay. 3 KP nur. Okay. Mehr! Lass mich hören, was in den Pokémon über dich zu sagen haben. Ja. Also das sieht erstmal für uns deutlich besser aus. Hoffen wir, dass es auch so bleibt. Über die Hälfte haben wir. Und Felilu mit Kratzer eben noch nicht. Da haben wir echt Glück, Mann. Ich wusste nicht, dass jetzt schon ein Kampf kommt. N. Über N habt ihr sehr viel erzählt. Der scheint noch ein recht wichtiger Charakter zu sein. Heuler. Okay. Das heißt, Felilu ist jetzt mit der Attacke wahrscheinlich noch nicht down, aber mit zwei weiteren sollte es denn sein Ende finden. Ich bin bislang echt, ja doch, positiv überrascht, würde ich sagen, von Pokémon Schwarz. Gefällt mir bis hierhin sehr gut. Die Story hat einen interessanten Anfang genommen. Und auch generell so. Ich habe so Videos und so gesehen und dachte so, oh, das ist doch nicht mehr dasselbe Spielgefühl. Es wirkt schon so 3D. Aber es ist dasselbe Spielgefühl noch. Muss ich sagen. Level 8 für Gekki, das ist auch sehr schön. Gut. Alles klar. Oh, Level 9 für Gekki. Okay. Das kam unerwartet. Not bad. Es gibt tatsächlich Pokémon, die solche Dinge über ihren Trainer sagen? Er kann die Stimmen der Pokémon hören. Interessant. Solange jedoch die Pokémon in winzige Pokébälle eingepfercht werden, ist ihr Dasein doch nur unvollständig. Zum Wohl meiner Freunde. Der Pokémon muss sich unsere Welt von Grund auf verändern. Was für ein seltsamer Kerl. Aber gib einfach nichts drauf. Trainer und Pokémon helfen sich stets gegenseitig. Also, ich werde schon mal weiterziehen. Ich möchte möglichst schnell gegen den Arenaleiter von Orion City antreten. Du solltest auch versuchen, die einzelnen Arenaleiter herauszufordern. Denn um ein erfolgreicher Trainer zu werden, musst du dich mit den Arenaleitern aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Alles klar. Also, das gibt mir jetzt wirklich so ein bisschen zu denken. Muss ich sagen. Lass mich mal hier rein. Danke. Es ist ein schwieriges Thema, oder? Man ist jetzt mittlerweile 4 Generationen mit seinen Pokémon unterwegs und jeder hat sich mal gefragt, wie passen diese großen Viecher in einen so kleinen Ball? Und warum muss man mit seinen Haustieren gegeneinander kämpfen, bis sie vollkommen verblutend am Boden liegen? Das ist die große Frage, die man sich hier stellen darf. Und deswegen finde ich, hat das Team mit seinen Ansichten derzeit auf jeden Fall die größte Berechtigung. Und hier unten geht's auch noch weiter, ne? Da waren wir beim letzten Mal noch nicht. Mal gucken. Ah, guck mal, hier ist noch eine kleine Lady. Hey, Lady! Nanu, du und dein Pokémon-Team, ihr seid euch irgendwie sehr ähnlich. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Oh, ich ähnel Gekki. Cool. Was haben wir denn hier noch? Auch wieder so ein Mehrfamilienhaus. Ah, ein Pokémon. Ach, wie ich dich beneide. Ich wäre auch gerne ein Pokémon-Trainer. Hallo Trainer, wie viele Pokébälle hast du bei dir? Solltest du nicht genügend besitzen, rate ich dir besser, welche im Laden des Pokémon-Centers zu kaufen. Ja, das ist vielleicht gar nicht so ein dummer Tipp. Hey du, Kämpfe sind unerlässlich, um seine Pokémon zu trainieren. Doch wenn ihre KP sinken, solltest du sie schleunigst ins Pokémon-Center bringen. War mir geläufig, wie so vieles andere auch, gerade am Anfang. So, manche behaupten, Konflikte entständen aufgrund unterschiedlicher Ansichten. Andere wiederum sind der Meinung, dass es gerade jene unterschiedlichen Ansichten seien, die es uns erlauben, unseren Horizont zu erweitern. Ich bin der Überzeugung, dass an beidem etwas Wahres dran ist. So ist es meistens. Meistens gibt es keine totale Wahrheit. Wir haben gerade erst geheiratet, doch ich merke deutlich, dass Männer und Frauen völlig verschieden sind. Bei den Pokémon hingegen habe ich das Gefühl, dass sich Männchen und Weibchen nicht so sehr unterscheiden. Mag aber auch vielleicht wieder, je nach Betrachter, darauf ankommen. Wir als Menschen erkennen Unterschiede zwischen uns natürlich deutlich stärker als Außenstehende. Und Pokémon unter sich werden sicherlich auch wieder Unterschiede deutlich schneller erkennen als Außenstehende. Was in dem Fall wir Menschen wären.
So, Pokémon hatten wir geheilt. Dann lass uns doch jetzt mal... Ach, Blüten sind das. Das sah gerade aus wie Rauch. Dann lass uns doch jetzt mal unsere ersten Gefährten fangen. Und zwar war ja immer die Diskussion Yawgliff oder Nagelotz. Und ich sage einfach beides. Und wir gucken dann einfach, welches das schönere Wesen vielleicht hat oder auf dem höheren Level ist oder so. Und Yawgliff hatte auf Level 4 nicht gerade die schlechtesten Chancen. Lass es mal ein bisschen schwächen. Yawgliff ist ja... wird zu einem sehr, sehr starken Pokémon später mit einem hohen Angriff und einer hohen Initiative. Und dadurch, dass es Tackle kann zum Beispiel, hat es jetzt schon eine gute Stab-Attacke. Tackle ist ja auch noch stärker geworden. Und später und relativ früh lernt es dann auch noch Bodycheck und so. Deswegen haben mir viele zu Yawgliff geraten, weil Yawgliff eben eine sehr, sehr gute Wahl wäre. Ein Pokémon, das man bis zur Pokémon-Liga durchaus beibehalten kann und das auch die Chancen hat, bis dahin zu überleben. Und deswegen haben wir jetzt auch erstmal einen Yawgliff in unserem Team. Für Yawgliff wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ein kluges Pokémon, das sich zwar tapfer, auch starken Gegnern zum Kampf stellt, aber unfaire Begegnungen zu meiden weiß. Okay, also unfair im Sinne von, es kämpft nicht gegen superstarke Gegner. Oder auch unfair im Sinne von, wenn ich super stark bin, dann kämpfe ich auch nicht gegen die Schwachen. Möchtest du dem Yawgliff einen Spitznamen geben? Ja, das möchte ich allerdings. Und zwar hat sich Lukas gemeldet. Er würde ganz gerne ein hundeähnliches Pokémon sein. Und ich glaube, da gibt es nichts passenderes als ein Yawgliff. Auch wenn es wieder weiblich ist. Ist mir egal, okay? Ist mir egal. So, dann lass uns jetzt mal noch einen Nagelotz fangen. Und dann bin ich soweit glücklich und zufrieden. Und dann werden wir schauen, wer unser neuer Teamkamerad wird. Ja, wir könnten jetzt natürlich schon in der Zeit Yawgliff trainieren eigentlich, ne? Solange kein Nagelotz ankommt. Wäre eine Möglichkeit. Machen wir dann beim nächsten Mal. Dass wir Yawgliff erstmal an Stelle Nummer 1 legen. Und da müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein, was das Training angeht. Weil Yawgliff, ihr seht, selbst gegen Level 9er Pokémon 4 KP Schaden. Ist jetzt nicht so wenig und es hält auch ein bisschen was aus. Von daher... hatten sogar einige von euch gefürchtet, als es damals Rutenschlag eingesetzt hatte, dass jetzt ein Tackle des Grauens kommen würde. Aber es hielt sich alles in Grenzen noch. So. Dann, lass uns doch vielleicht mal, wie kann ich... Mit der Taste war es, glaube ich, ne? Genau. Okay. Dann lass uns mal gucken, was Lukas für ein Wesen hat. Lukas hat, das Wesen Solo. Okay, das sieht ziemlich, ziemlich gut für Yawgliff jetzt aus, weil Yawgliff Angriff dadurch gesteigert wird. Die Verteidigung sinkt zwar, was vielleicht eher weniger praktisch ist für einen Nuzlocke, aber durch einen hohen Angriff und eine hohe Initiative könnte es echt praktisch werden. Dann lass uns einfach mal Yawgliff schon mal nach vorne packen, dass wir es trainieren können. Und hops, Tausch. So. Und dann gehen wir kurz aber mal die Pokémon heilen zur Sicherheit. Das kommt übrigens... dunkler geworden? Ah, ne. Das war nur, weil wir gerade im Menü rumgehangen haben. Turbo-Treter wären ganz nice. Fände ich super. Oder haben wir die schon irgendwo? Muss ich da irgendwas drücken? Ich glaube nicht. So, die Pokémon-Center sehen hier auch interessant aus. Deutlich größer. Deutlich voluminöser. Ja, ich würde ganz gerne wieder meine Pokémon heilen. Das wäre super. Das wäre cool. Okay, ich nehme jetzt dein Pokémon-Team für einen Moment in meine Obhut. Mach das. Dankeschön für meine tollen Pokémon. Ja. Yawgliff ist halt zwar das Mann, also so manchmal mit dem Controller funktioniert es manchmal auch nicht, dann gehen sie auch manchmal zur Seite. Vielleicht muss ich das nochmal auf den Stick eher umstellen oder Blocky fragen, der hat da ja auch, spielt ja auch mit Controller, muss ich da mal gucken. Aber der biegt immer so ein bisschen manchmal zur Seite ab, kann aber auch einfach daran liegen, dass ich motorisch ein wenig fehlgeleitet bin. Nagelotz wurde nicht so oft vorgeschlagen, aber es wurde auch vorgeschlagen, so Level 2, das sollten wir theoretisch schon bekommen. Gerade mit unserem gepushten Angriff sollte das möglich sein. Ja, auf jeden Fall, Nagelotz wurde nicht so oft empfohlen, weil es eben nicht so krass stark ist. Auch später nicht und viele es auch nicht mochten. Die Weiterentwicklung, irgendwas mit Marder, ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, die ganzen Pokémon und deren Namen muss ich erstmal auf die Reihe kriegen. Sieht hingegen schon etwas cooler aus und deswegen wäre ich auch nicht abgeneigt, so ein Pokémon zu haben. Zumal wahrscheinlich jeder am Anfang einen Yawgliff nimmt. Deswegen wäre das für mich jetzt nicht so schlimm, wenn wir auch mal einen Nagelotz im Team hätten. Wir fangen jetzt einfach direkt mal Nagelotz, ohne es zu schwächen.
und hoffen, dass es funktionieren wird. Es ist immerhin nur auf Level 2, aber das Level spielt ja beim Fangen sowieso keine Rolle, glaube ich, ne? Ja, wird schon klappen. Nagelotz wird doch bestimmt in unserem Team bleiben wollen. Und Nagelotz bleibt im Team. Also, kommt zumindest erstmal dazu. Für Nagelotz wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt, denn lass mal hören, was wir da zu lesen haben. Hortet in seinen Backentaschen Futter, um tagelang Wache stehen zu können und gibt Kameraden über seine Route Signale. Scheint also ein sehr, soziales Pokémon zu sein, ne? Das in Gruppen agiert. Möchtest du dem Nagelotz einen Spitznamen geben? Das würde ich sehr, sehr gerne. Und dann gucken wir einfach mal, was waren das jetzt? Ein Männchen. Dann suchen wir vielleicht auch mal ausnahmsweise ein Männchen raus. Es hat sich jetzt hier niemand für ein Normal-Pokémon oder so gemeldet. Dann nennen wir es Jure. Ich weiß nicht, ob es... Kann natürlich auch sein, dass es ein weiblicher Name ist. Hört sich für mich jetzt erstmal eher männlich an, wenn ich sagen müsste. So. Und dann haben wir Jure. Alles klar. Gut. Und damit haben wir unser zweites Pokémon dann auch, oder unser drittes Pokémon ja im Prinzip, auch beisammen. Und schauen einfach mal nach. Es hat das Wesen Naiv. Naiv senkt die Spezialverteidigung. Und was pusht es? Kann es KP pushen? Nee. Hä? Was macht Naiv? Es stärkt die senkt die Spezialverteidigung. Und sonst scheint es irgendwie nichts zu stärken. Oder ist da irgendwo rot? Ich sehe kein Rot, Leute. Ich sehe kein Rot. Ach doch, Initiative ist so ein bisschen rötlich, ne? Ja, Initiative wird gepusht und Spezialverteidigung gesenkt. Okay. Ja, dann lasst uns bei Lukas bleiben. Dann nehmen wir Yorklef. Ich denke, das ist eine ganz gute Wahl, mit der wir uns durchaus anfreunden können. Das kriegen wir schon hin. So, dann lassen wir noch ein klein bisschen trainieren für diese Folge. Wie lange haben wir? Ja, wir könnten so ganz allmählich dem Ende entgegenkommen. Yorklef auf Level 4 könnte schon etwas schwieriger werden. Gekki ist noch vollkommen fit, ne? Gut. Dann wechseln wir mal. Dann wechseln wir doch mal. Wow, die Batterie ist noch voll. Wow. Silberblick. Na, das habe ich befürchtet. Aber es sollte uns ja nicht one-hitten können. Dadurch sollten wir immer noch ganz gut erkennen können, wie viel zieht es uns ab und wann wird es gefährlich. Notfalls wechseln wir eben aus. Ja, über die Hälfte. Das ist doch super. Nochmal ein Silberblick. Macht mir ein bisschen Angst, weil wir sind schneller. Deswegen sollten wir das Ganze jetzt hier mit dieser Attacke zu Ende bringen können. Und beim nächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich die Stadt Richtung Westen verlassen. Da, wo Team Dings noch letztens stand. Team, wie heißen sie denn? Ich weiß es gerade nicht. Team Plasma. Ich muss mich erst an die ganzen Namen, sowohl von den Pokémon als auch von den Teams und so weiter, gewöhnen. Nagelotz auf Level 3. Also Yorklef dürfte stärker sein. Hat ja eben auch plus 3 im Angriff bekommen. Das ist für dieses kleine Level extrem viel. Also ich glaube, ich kenne keinen Erstentwickler, der einfach mal instant ohne EVs vorher abbekommen zu haben, plus 3 im Angriff bekommt. Das heißt, wir scheinen da mit Yorklef auf jeden Fall ein sehr, sehr offensiv starkes Pokémon zu haben. Und dadurch sollte uns das Training jetzt auch nicht allzu schwer fallen. Gerade gegen schwächere Pokémon sollten wir da gut bestehen können eine Weile. Ja, wie sehen denn die weiteren Pläne für das Pokémon Schwarz-Let's Play jetzt aus? Was ist so angedacht? Wie habe ich es angedacht und so weiter? Grundlegend wird es im Prinzip so ablaufen wie Pokémon Platin und wie Pokémon Soul Silver. Wir werden uns viel, viel angucken. Also wir werden versuchen, jeden Dialog mitzunehmen. Gehen in alle Häuser rein, gucken, was haben die Leute zu sagen. Sowas halt. 5 KP sind halt nicht wenig, ne? Wir sollten dann hiernach vielleicht mal Pokémon heilen gehen wieder. Wäre, denke ich mal, ganz praktisch. Ich weiß auch gar nicht, bis zu welchem Level wir trainieren sollten. Also ich denke, 7 reicht ja schon fast im hohen Gras. Deswegen gehen wir jetzt noch einmal heilen, trainieren es dann noch auf 7 und machen dann beim nächsten Mal damit weiter, dass wir versuchen, nach Orion City zu kommen. Um dort gegen den ersten Arenaleiter allmählich antreten zu können. Das Let's Play ist ja dann auch ohne Levelgrenzen. Das habe ich deswegen gemacht, um zum einen eventuell ein bisschen überraschter sein zu können und zum anderen, um nicht so drauf achten zu müssen. Hey, können wir jetzt das Pokémon noch trainieren oder würde es dann das stärker sein als das stärkste Pokémon des Arenaleiters? Das war ja eine Regel, die wir in den vorherigen Let's Plays oft hatten und die ich auch gut finde, aber für so ein Blind-Let's Play vielleicht dann nicht so cool, weil dann müsste ich mir wieder angucken, was ist das stärkste Pokémon und so weiter. Und das möchte ich vielleicht nicht. Und deswegen
werden wir einfach so viel trainieren können vorher, wie wir wollen. Wenn wir meinen, okay, das ist ein Typ, gegen den wir Schwierigkeiten haben werden. Also jetzt aktuell wäre es zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, Eis und Kampf oder sowas in die Richtung. Irgendwas, was halt Normal-Pokémon easy wegfetzen kann und auch gegen Pflanzen-Pokémon gute Chancen hat. Dann kann man natürlich eben etwas mehr trainieren, um auf Nummer sicher gehen zu können. Das ist dann halt so einfach das, was ich mir offen lassen möchte. Ja. Und generell finde ich es ziemlich cool, dass ich mal so ein Spiel komplett blind spiele, in dem es auch nur neue Pokémon gibt. Also ich dachte mir so, irgendwie ist das ganz cool, dass es nur neue Pokémon gibt. Andererseits ist es auch irgendwie doof, weil man halt nicht auf alte Bekannte treffen kann. Aber bislang finde ich das echt schön, weil es sich anfühlt wie, ja, wie ein Neuanfang im Prinzip. Nochmal Pokémon neu zu entdecken, neu zu erforschen. Und das finde ich sehr cool. Macht mir bislang wirklich viel, viel Spaß. Und ich hoffe, dass es auch noch so bleiben wird. Die Story hat ja, wie gesagt, schon mal einen sehr guten Grundstein gelegt. Dass man sagen kann, storytechnisch könnte es noch sehr interessant werden. Und ich muss jetzt auch sagen, dass die ersten Pokémon ich nicht so schlecht finde. Also Nagelotz könnte ich mir ein schlimmeres Pokémon vorstellen. Yawgliff finde ich okay. Ist auch in Ordnung. Ich muss sagen, Nagelotz finde ich ein bisschen cooler. Aber Lukas wird uns mehr von Nutzen sein. Hab mir da auf jeden Fall mal die Werte angeguckt und Bookmada. Die Weiterentwicklung von Nagelotz ist uns da nicht so praktisch, weil die echt nicht gute Werte hat, außer die Initiative, die ist halt ganz gut. Aber sonst hält es sich dann doch eher an Grenzen. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Wie gesagt, diese Folge etwas länger. Ansonsten wollen wir uns da immer so an den 15 Minuten orientieren, wie schon in den letzten Let's Plays. Und dann werden wir mit unserem jetzigen Dreier-Team uns weiter auf den Weg machen, die Einalle-Region zu durchforsten und zu erforschen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Vielen Dank fürs Bewerten. Bye, bye.